Herr Kölsch ist ein Sensibelchen. Wenn ich aus dem Ausland komme oder länger weg war und ich sehe den Dom, da steht man manchmal die Tränen in den Augen. Das ist unbeschreibbar. Ach, 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 hat er mal die Fresse, du Scheiße. Platt hier rausgebracht, das Müngersdorfer Stadion, ich war ja Weltspitze. Wahnsinn. Das geht ja tatsächlich auch in der Sprache, in der man aufgewachsen ist. Er ist, wie wir immer sagen, so ein kleiner Assi ist er schon. Ich war zwar im Knast im Jugendgefängnis für ein Haarstück, aber da ist er selber hier nicht Knast für. Der wusste, dass ich Musik machte, kam vorbei und sagte, hey, Shani Ho, du bist gut, du spürst es in mir, aber halt die Fresse. Zeltinger Band, die Leute RP, macht ein gutes Werk. Kauft die Schabe. Vielleicht war er in Bresche geworden oder zuhört. Alles andere ist ihm ja nicht höfrig geblieben. Jo, war ja eine Zeit lang mal in einem Heim gewesen, weil die Eltern nicht mehr mit ihm klarkamen. So. Ja, dann bekam ich von dem Meister eine Backpfeife. Ja, dann hast du kurz und dann ist der Meister K.O. jauen. Ne? Verstehst du? Dann war natürlich die Lehrzeit beendet. Und ab da war ich halt immer mehr. Mein Vater war ein Anderster. Und ihr steckt saure Blut. Gerade wenn er irgendwie mal ein paar Weinchen getrunken hat, dann wird er vom Kopf her zumindest, wird er dann wieder 30. Und was willst du machen? Weißt du, wenn du die Freiheit einschließt, ist sie weg. Wenn ich die Bühne hätte, sitze ich jeden Tag wahrscheinlich in der Kneipe in der Wirtschaft, bis ich kaputt war. Weißt du, das hat mich schon. Ja, wer hat dann hier wieder die Heizung umgedreht? Jedes Mal, wenn ich den Wagen verliere, ist alles krumm und schief. Alles verstellt. Also ich krieg mal eine Dresden. Die Wagen fährt kein Sohn wieder.